Die Geschichte der Völker Ozeaniens fasziniert Titouan Lamassu seit jeher. Er ist eine Segellegende, Gewinner der Vendée Globe und reist seit 40 Jahren von Insel zu Insel. Er ist auch einer der berühmtesten reisenden Maler, bekannt für seine Frauenporträts, ohne einem banalen Exotismus zu erliegen. Seine Bilder, Zeichnungen und Fotografien sind im Musée Branly in Paris zu sehen. Zeugnisse seines Engagements für die Tier- und Pflanzenwelt und eine Hommage an das Volk der Marquesas, seine Inspirationsquelle, zu der er immer wieder zurückkehrt. Nicht die Einflüsse an sich zählen. Wichtig ist, für welche man sich entscheidet. Titouan ist 22 Jahre alt, als er 1977 die Marquesas entdeckt. In der Tradition reisender Schriftsteller und Künstler wie Jack London, Stevenson, Gauguin oder Victor Segalen. Er studiert Kunst und sehnt sich nach Neuem, als er als Crewmitglied von Eric Tabarly an Bord der Penduic 4 anheuert. Vom Meister lernt er das Segeln. Das erste Mal, dass ich auf die Marquesas kam, ist genau 43 Jahre her. Wir fuhren mit Eric Tabarlys Boot aus Kalifornien. Ich war Teil einer jungen Crew. Wir gingen auf der Nordinsel an Land, Nuku'hiwa. Die Penduic 4 war ein hartes Schiff für Seeleute. Keine Duschen, keine Klos. Wenn wir uns mal waschen wollten, mussten wir auf Regen warten. Als wir ankamen, lag ein Schlauch auf dem Kai. Wir haben uns ausgezogen und endlich mal richtig geduscht. Es vergingen keine 5 Minuten, da war schon der R4 da. So ein Auto, wie es die Polizei hier fährt. 2 Polizisten stiegen aus und sagten: Ihr seid verhaftet. Wir nehmen euch mit aufs Revier. Verstoß gegen die Sitte. Man sagt diesen Wilden hier seit 200 Jahren, sie sollen sich was anziehen. Und dann kommt ihr her und zieht euch nackt aus. Wie sollen wir das vermitteln? Titouan entdeckt eine Kultur und ein Volk. Neue Klänge und Gerüche beflügeln seine Fantasie. Es ist eine Welt, die er sich im Laufe der Jahre zu eigen macht. Die Landschaft und die Vegetation zu beobachten, wird für ihn zu elementarer Wichtigkeit. Er verewigt sie in seinen Werken, wie hier auf Tahuata. Hier gibt es keine Lagunen, nur ziemlich eindrucksvolle und sehr grüne Steilküsten. Rau und sanft zugleich, wie die Bewohner. Die Mannigfaltigkeit zu erfahren, war das Ziel meiner letzten Reise auf die Marquesas. Doch ein Aspekt der Mannigfaltigkeit interessierte mich diesmal mehr als zuvor. Der Artenreichtum der Natur, der wir Menschen angehören. All das hier hat eine besondere Grafik. Seit einiger Zeit tue ich etwas, das ich vorher nie getan habe. Ich schaue mir gern die Bäume an. Es heißt, ich sei ein reisender Maler. Das ist aber bedeutungslos, denn man spricht ja auch nicht von sesshaften Künstlern. Aber tatsächlich ist das ein Werkzeug, mit dem man überall hingehen kann. So ähnlich wie beim Schreiben. Malen kann man überall. Und ob jetzt das Reisen den Ausschlag gab oder die Malerei, die beiden passen sehr gut zusammen. So kann ich reisend meinen Lebensunterhalt bestreiten. Auf der Insel Hiva'oa beschäftigt er sich mit den Spuren der marquesischen Kultur. Er zollt einem Volk Tribut, das durch die Kolonisierung stark dezimiert wurde. Das sind die ältesten Trommeln der Marquesas.
Die Alten haben sie in dieser Wand genutzt. Früher hat man verschiedene Arten von Steinen bearbeitet, um diesen Klang zu erzeugen. Manche nannten sie die Pautu Papau. Die Totentrommel. In der ozeanischen Sprache gibt es weder Vergangenheit noch Zukunft. Nur eine Abfolge gegenwärtiger Momente. Doch die Vergangenheit ist hier ein Begriff. Sie scheint uns entgegenzukommen. Vor den Augen der heutigen Bewohner werden Anhaltspunkte einer Vergangenheit zutage gefördert, ohne die der Sinn zukünftigen Seins verloren wäre. Hier sieht man klar Tikis Gesicht. Man sagt Tief. Tief ist ein Vorfahre. Tief war der Anführer des großen Tahao-Stamms. Wenn man ihn so sieht, ist er ein bedeutendes Stück, doch verstreut mit all den anderen Steinen im Wald. Hält man ihn für ganz klein, zumal ich ihn von weitem im Gegenlicht gemalt habe. Es ist ein kleiner schwarzer Würfel, ganz klein im großen Wald. Das ist ein sehr wichtiges Stück in der markesischen Kultur. Hier hieß das Fenua Enata. Und die ersten Ozeanier, die hier ankamen, sind wohl in Hiva-Oa angekommen. Genau hier, ziemlich erschöpft, nach monatelanger Reise übers Meer. Und sie haben sich unter einem Banyanbaum ausgeruht. Der Banyanbaum ist nicht mehr da, weil er der Legende zufolge umgestürzt und auf die Ozeanier gefallen ist, als sie da lagen. Sie wurden in die Luft geschleudert und sind auf den anderen Inseln gelandet. Sogar auf den nördlichen, Nukuhiva, Uapou, Uahuka, Tahuata, Fatuhiva. Und so kam es, dass die Marquesas von Menschen bevölkert wurden. Ich interessiere mich für diese Zeichnungen, die Kunstwerke sind, was immer sie auch darstellen. Was die Menschen machen sollten, anstatt sie zu fotografieren, ist sie abzuzeichnen. Dabei merkt man nämlich, dass ihnen ein perfektes Gleichgewicht innewohnt, dass sie vollkommen sind und so simpel aussehen, wie wenn man eine Matisse-Zeichnung abmalt. Da ist ja nicht irgendwas abgebildet. Ein markesisches Tattoo erkennt man sofort. Es ist eine eindeutig einzuordnende Kunst der Marquesa. Mehr als 100 Jahre lang wurden Tattoos, Sprache, Tänze und Glaube, die gesamte Kultur des Archipels, von der französischen Kolonialadministration und der Kirche verboten. Erst in den 1980er Jahren eigneten sich die Bewohner ihre Kultur wieder an. Die Bewohner der Marquesas wurden, wie alle Ozeanier, lange Zeit als minderwertig behandelt. Wie nichtsnutzige Wilde und Heiden. Man brachte ihnen bei, ihr Vorfahr sei Vercingetorix gewesen. Und in der Schule setzte man ihnen Napoleon, Ludwig XIV. Und XV. Vor. Dabei war das nicht ihre Geschichte. Aber jetzt hat sich das geändert. Ende des 20. Jahrhunderts ist ein Umdenken eingetreten, die Wiederaneignung einer alten Kultur. Mein Vagabundieren hat mir gezeigt, wie sehr viel mehr mir das Zusammentreffen mit jedem einzelnen Individuum bedeutet als das Reisen durch Länder und das Überschreiten von Landesgrenzen. Zudem habe ich festgestellt, dass die Personen, die mich auf meinen Reisen immer am meisten inspiriert haben, weibliche Musen waren. Eine dieser Frauen verkörpert das Gedächtnis der Marquesas. Tituan hat sie auf der Insel Nukuhiva kennengelernt, der größten Insel des Archipels, nahe am schwarzen Sandstrand. Yvonnes einprägsame Präsenz hat ihn sofort gefesselt. Seit Jahrzehnten kämpft sie darum, das Erbe ihrer Vorfahren zu erhalten. Um ihren Kampf zu würdigen,
hat Tetuan dieses Porträt geschaffen. Das einer ebenso friedfertigen wie starken Frau. Es scheint, dass mein Urgroßvater der letzte Kannibale war. Ich habe es nicht mit eigenen Augen gesehen. Er ist da oben begraben am Kai mit der Familie. Da kommen wir alle hin. Ich bin einige Male gereist und habe unsere Schätze in den Museen entdeckt. In Hawaii und im Musée de l'Homme in Paris, wo all die Objekte von den Marquesas ausgestellt sind. Als mir klar wurde, dass das alles von hier kommt, hat es mich geschmerzt. Man hat uns viel genommen. Yvonne Katupa konnte die Archäologen bei den letzten Ausgrabungen überzeugen, die Fundstücke vor Ort zu lassen. In ihrem Dorf Hatiheu zeigt sie im kleinsten archäologischen Museum der Marquesas ihre Schätze. Wir müssen versuchen, das alles zu bewahren. Hallo, hey, Cyril. Wie geht's? Was machst du da? Check. Yes. Du malst. Ich male Tiare-Blumen. Hast du die Zeichnungen gesehen, die ich für dich gemacht habe? Dein Buch. Nicht gesehen? Das da ist Papa. Sehr gut, du hast mich erkannt. Das ist nicht schwer. Seitdem hat es eine Revolution gegeben bei den Tattoos. Und wie? Naja, man muss nur hinschauen. Das erklärt alles. Hast du das gesehen? Schon für sich genommen ein Statement. Wir müssen dahin kommen, dass wir die Welt von dem Standpunkt aus betrachten, den wir erreicht haben, anstatt von da aus zu schauen, wo wir herkommen. Nach 4 Jahrzehnten auf Reisen hat Tetuan Lamassu beschlossen, fürs Erste Seesack- und Malsachen in Ozeanien zu lassen. An seinem Wohnsitz auf Tahiti bereitet er sein Schiff nun darauf vor, Wissenschaftler, Forscher und Künstler an Bord zu nehmen. Für neue Reisen und weitere Entdeckungen. Tahiti war mein Zwischenstopp, mein Ankerplatz. An Inspiration hat es mir nie gemangelt. Ein wichtiger Faktor dabei ist das in Bewegung und das Fremdsein. Und hier fühle ich mich trotz allem total fremd. Das wird auch so bleiben.